Wer hat Bock auf einen Miltank? Okay, dann holen wir uns jetzt einen. Denn ich habe versucht, in der Werbung Tauros nochmal zu fangen, aber habe dafür einen Miltank bekommen. Den habe ich auch noch nicht. Jetzt gilt es vorsichtig vorzugehen. Deshalb nur mal erstmal einen Kratzer, nur mal ankratzen. Wir wollen ihn nicht töten, wir wollen nur seine Energie in den gelben Bereich. What the fuck? Okay. Kratzer scheint mir hier ganz gut, nimmt ihm ein bisschen was ab, aber nicht zu viel. Kann er ruhig ein bisschen rumbuffen. Energie im gelben Bereich. Jetzt können wir es mal mit einem Superbällchen versuchen. Ding! Was? Also, das halte ich für nahezu möglich. Dieses Spiel ist unrealistisch. Der hat sich ganz schön verschanzt jetzt hier. Ja, komm, ich versuch's einfach dir. Na? What the fuck? Das könnte gut sein. Paralysiert. Was? Ey, fucking. Wieso hat denn Schlecker nicht geklappt? Es hat keine Wirkung. Wie, es hat keine Wirkung? So viel Schaden, ja? Ey, sag mal. Ist ja jetzt ein bisschen scheiße hier. Wie oft kann er diese Milch-Geschichte machen? So, ich gehe ein bisschen auf Risiko. Ich mache noch einmal Glut. Dann ist er vielleicht im roten Bereich. Kein Critical, kein Critical. Ja, das war gut. Das war gut. What? Scheiße, die Verbrennung. Boah, das ist knapp. Okay. Jetzt muss es klappen, sonst ist er wahrscheinlich tot wegen der Verbrennung. Nee, das hat noch nicht mal irgendwas. Trink die Milch, trink die Milch. Wo denn? No.
Nichts klappt. Ach, Pampuli, ey. Es kam echt gar kein Taurus mehr, ne? Scheint ganz schön selten zu sein, die Dinge. Ein Yorkle, hab ich schon. Hab ich schon. Taurus. Ah! Okay, 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 okay. Gar nicht mehr so viele Superbälle. 6 Stück noch. Alter. Was ist denn hier los, ey? Mann, ey, ich hab nichts. Was soll ich machen? Soll ich mal einen Netzball oder so versuchen? Da pupst er wieder. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich versuche mal einen Hyperball. Alter, was ist denn da los, ey? Ein bisschen runterprügeln. Nicht, dass der mir noch den Bisashigi killt hier. So. So, roter Bereich, Hyperball. Was geht? Alter. Nicht euer Ernst. Entschuldigung. An alle. Oh geil, ich probiere mal einen Heilball. Ach nee, das Gefangenen, das bringt ja gar nichts. Ich muss mal den paralysieren oder einschläfern oder sowas. Komm, schnapp sie dir! Gotta catch him all. So, den nehme ich jetzt auch direkt rein. Den finde ich cool. Taurus finde ich cool. Taurus finde ich cool. Oh.
Okay. In mein Team. Wen soll ich rausschmeißen, Chat? Wen schmeißen wir raus? Ich muss sagen, von mir aus kann Ezelda es sowieso besiegt. Komm. An den anderen hänge ich schon irgendwie so ein bisschen. Das ist so der Slot, wo ich so ein bisschen... Da ist schon wieder ein Item. Ach ja, okay. Das bringt doch nichts mit uns. Oh, der ist ja fast tot. Ich vergesse das immer, dass wenn man die fängt, dass die dann wirklich genau die Energie haben, die man ihnen auch runtergeballert hat. Da muss ich ja vielleicht direkt mal hier... Was helfend. Und dann können wir eigentlich auch mal gucken, das vergesse ich eigentlich viel zu oft. Was das eigentlich für Dinger sind. Typ normal. Ja. Aber da gab's doch, da hatte ich doch auch ein Item, was normale Attacken, das hat glaube ich Bisashigi. Genau. Welches Item? Was habe ich denn da eigentlich alles für einen Quatsch? Kosmetik-Etui, Linsen-Etui, Z-Ring. Ein Wunder, das ist die geistige und körperliche Kraft eines Trainers, um bei einem Puppen. Kristallisiert die Kampfattacken zu Z-Attacken aufstuft. Aber trägt es bereits. Was möchtest du? Nein. Oh, ich, das ist alles gut. So, Item. Geben. So. Das wollte ich machen. Ist auch mega schlau von mir, oder nicht? Oh, ich kann keine Pampulis mehr sehen, ganz ehrlich, ey. Kim Kardashian-Frisur. Die sind echt ein bisschen, oder Esel könnte Kim Kardashian sein. Wenn Kim Kardashian etwas klüger wäre. Weg hier. Was ist denn hier? Halt. Pokémon-Hort. Hier werden Pokémon-Eier gefunden. Oha. Duda, benutze das hier, um die Kraftreserven deiner Pokémon freizusetzen. Das kommt gut. Kraftreserve. Okay, okay. Ich besitze die Gabe, den Typ der Kraftreserve zu erahnen. Wenn ein Pokémon die Attacke Kraftreserve lernt, weiß ich genau, welchen Typ es sein wird. Keine Ahnung, was ich schon mal demonstrieren. Die beiden können gerne an einem Pokémon deiner Wahl. Was? Warum habe ich ja gedrückt? So.
Was mache ich jetzt denn damit? Sieht aus und hört sich so an wie eine Redaktionskonferenz bei uns. Gibt man zwei Pokémon derselben Art in Pflege, werden schneller Eier gefunden, wenn beide unterschiedliche Originaltrainer haben. Das ist doch einfach nur ein PC. Okay, das sind meine gesammelten Pokis. Sagt man Pokis? Pokimonis, Monis, Pökchen. In anderen Fernregionen gibt es eine Einrichtung, die man Pokémon-Pension nennt. Dort kann man sein Pokémon abgeben und sie trainieren lassen. Oh, bei uns in Alola gibt es nur den Pokémon-Hort. Wir trainieren die Pokémon nicht und bringen ihnen auch keine neuen Attacken bei, aber immerhin ist der Service preiswert. Und weißt du was? Wenn wir uns um zwei Pokémon kümmern, dann finden wir manchmal auf Wunder, was ist ein Ei? Niemand weiß, woher sie kommen. Wo wir gerade dabei sind, möchtest du dieses Ei hier haben? Habe es heute Morgen gefunden. Na, ein Ei? Wohin soll Ei geschickt werden? In mein Team. Bericht von Ei. Geheimnisvolles Pokémon-Ei. Geheimnisvolles Pokémon-Ei. Der Eiprüfer. Es wird sicher noch lange dauern. Muss ich das in meinem Team tragen? Und dafür fliegt ein Pokémon raus? Ich glaube, ich hau Wuffels raus, ey. Ich hau Wuffels raus. Erstmal, vorübergehend. Wir gucken mal, was mit diesem Ei passiert. Pokémon schlüpfen aus Eiern, wenn man sie im Team umherträgt. Die von den anderen Pokémon an das Ei weitergeben. Das ist die Kraft der zwei Eier. Du kannst uns bis zu zwei Pokémon anvertrauen. Ja, das können wir doch mal machen. Wir geben jetzt mal zwei Pokémon. Ja, welche Pokémon möchtest du bei uns in Pflege geben? Ach, das ist doch scheiße. Wieso denn nur welche, die ich auf der Hand habe? Das kommt nicht in Frage. Aber ich kann ja schnell welche auf die Hand wählen. Das ist einfach unnötig kompliziert. Man hätte mich auch einfach gleich vom Computer was auswählen lassen können. Wen geben wir denn ab? Was passiert, wenn man einen schönen Micha Ich habe echt ein paar geile Pokémon, ey. Oh ja. Wir nehmen den. Und den schönen Micha. So. Die geben wir jetzt hin. Das gibt ja wohl mal das Super-Ei. Deutschland sucht das Super-Ei. Schöner Micha. Ja, noch eins. Elwin. So, dann holen wir Wingy zurück. Und, wo ist er denn? Da. Nee. Slimani war schon aussortiert, schon länger. Vitrian. So. Da bin ich ja mal gespannt, was das für ein Super-Ei ergibt. Wann muss ich denn wiederkommen?
Nee. Okay, Level 7 und Level 9. Okay, wir behalten das Ganze mal im Auge. Und ja, hoffentlich vergesse ich es nicht. Was ist hier los? Alola, deinem schöner Micha und deinem Elwin geht es gut. Die beiden mögen sich aber nicht sehr. Ist das ein Hinweis darauf, dass ich andere abgeben sollte? Ich lasse es jetzt erstmal. Vielleicht lernen die sich ja auch noch kennen. Ah, der ist böse. Sei gegrüßt, Mädchen auf Inselwanderschaft. Sieh dir mein Kind an. What? Hey. Gentleman Kunze. Oh, was hat der denn da? Ein Zobias. Interessant, interessant. Dem haben wir doch direkt mal eine Z-Kraft. Mit Übersprintangriffen. Geil. Es hat keine Wirkung, es hat keine Wirkung. Okay, dieses Pokémon ist nicht effektiv. Kann ich einfach das Ei einsetzen? Ei kann nicht kämpfen. Dann nehmen wir die Handkantenschläge von Vidrian, die haben noch immer geholfen. Hat keine Wirkung. Was ist das denn? Ist der Psycho oder? Okay, Kampf und normal wirken nicht. Gar nicht. Das hat gewirkt. Gute Donauschock immer. Pikachu! Pika Pika! Pikachu! 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 Dieser Zubiris, ey. Gar nicht so uncool, das Teil. Das... What? Mann, du Pimmelboy, ey. Das ist doch scheiße. Jetzt wird's mir hier aber zu bunt. Sogar 8 Level höher und ich muss einen Supertrank benutzen.
Was ist hier? Wird der Schwierigkeitsgrad plötzlich angezogen oder was? Aber nicht nochmal gut. So, das soll es ja jetzt nun gewesen sein. Aber so einen hätte ich auch gern. Tauros? Wer? Dieser Shigi lernt Biss. Ja, komm. Kratzer weg. Kein Mensch. Unlichtattacke. Mhm. Mhm. 3000, nicht schlecht. So, jetzt kann ich mich direkt wieder heilen lassen. Hier unten bei dem Milk Boy. Kurz mal abspeichern. So, und dann gibt es auch direkt erstmal eine Werbung. Und nach der Werbung, wir sind ungefähr schon so rein Luftlinie, sind wir schon ungefähr 10 Meter weit gekommen in dieser Folge. Aber wir haben trotzdem viel gelernt. Ich habe viel gelernt und viel erreicht. Gleich nach der Werbung erreichen wir noch viel mehr, nämlich die Weltherrschaft. Also bis gleich.